So, noch immer hängen wir an unserer Waffenproduktion und wir müssen uns erstmal einen kleinen Überblick verschaffen, glaube ich, denn beim letzten Mal bin ich halb durchgedreht. Deswegen geht's los in 3, 2, 1, ab geht's! Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich stehe hier schon mitten in unserer kleinen Waffenfabrik und habe gerade schon angefangen ein bisschen reinzugucken und würde spontan sagen, alles kacke. Alles absolut kacke. Denn nee, die beiden Maschinchen hier brauchen zwei Sachen jeweils. Ne? Also beide brauchen Stahlrohre, beide brauchen Schwarzpulver. Ich wollte das ja ganz gerne über eine Etage irgendwie alles laufen lassen, aber das funktioniert nicht. Das funktioniert aus dem einfachen Grund nicht, dass ich die Förderbänder halt nicht vernünftig zusammenkriege. Das heißt, ich muss die getrennt laufen lassen, so mehr oder minder. Schwarzpulver von der einen Seite kommen lassen und die Stahlrohre von der anderen. Und beide möglichst irgendwie auf unterschiedlichen Etagen. Super gut. Klasse. Freue mich jetzt schon drauf. Ne? Wird garantiert nichts. Und ich würde sagen, wir gehen hier erstmal so ein bisschen hoch. Und irgendwie haben wir hier keinen vernünftigen Weg nach ganz oben. Das ändern wir jetzt erstmal. Weil sonst kriege ich hier noch eine Macke. So, hier hin. Aus irgendeinem Grund geht das nicht. Aber das wird ja wohl trotzdem klappen. Sehr schön. So, dann. Ja, das hier muss auch mal weg. Das ist auch totaler Hickhack. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal die beiden Höhen. Dann muss die Produktion hier irgendwo zusammenlaufen. Und das wird wohl wahrscheinlich am ehesten hier oben der Fall sein. Ne, sodass wir hier dann, was ist es, Schwarzpulver im Endeffekt haben. Und was kommt hier? Stahlrohre, super. Das heißt, Schwarzpulver werden wir nach hier rüber lenken. Also auf die Seite. Schwupp. Kann ja ruhig alles. Nee, kann nicht alles auf einer Etage sein. Eins muss weiter oben, eins muss weiter unten sein. Der ganze Spaß hier. Ist das Kunst oder kann das weg? Das hier kann auf jeden Fall weg. Das werden wir nämlich von hier ganz oben holen. Weg und weg. Und weg. So. Dann lassen wir das nämlich hier oben weiterlaufen. Und werden das hier aber dann einfach mal ändern. Ne? Weil das brauchen. Nein, 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 nein. Oh. Glück gehabt. Die Dinger brauchen im Endeffekt eigentlich nur der Manufaktor. Ne? Und das muss auch das vordere sein, denn das andere muss weiter durchlaufen. Ne? Wir können das ja nicht kreuzen. Das wäre ein bisschen doof. Das heißt, wir holen uns hier erstmal El Coilo hoch und machen den hier mal einmal fest. Oh, fühlt sich gleich ein bisschen. So, und dann kommt von da nämlich Plock, Plolock. Haben wir hier zwei? Ja, wir haben hier zwei. Sehr schön. Einmal genauso hoch. Von da kommt im Endeffekt irgendwas anderes, nur nicht das. Das heißt, hier muss ein Splitter hin. Förderbandsplitter, der das Ganze von da holt. Kommt das hin? Gucken wir mal. Ja. So, jetzt müssen wir hier nur irgendwie wieder runterkommen. Scheiße. Nehmen das mal einmal weg. Haben wir da noch mit einer Platte drunter? Ja. Wir stellen uns einmal hier rüber. Kriegen wir hier noch eine? Da kriegen wir keine mehr hingebaut. Ach, scheiße, ey. Scheiche, scheiche, scheiche. Achso, wo kommen wir nicht, weil hier ein Fließband ist. Hier ist eins und hier ist eins. Einmal rüber. Moment. Ich bin schon wieder doof. So, jetzt. Kommen wir immer noch ganz hin.
Dann mogeln wir uns das halt hier wieder zurecht. Ist mir da Lachs. Ne? Scheißspiel. Nervt mich nicht. So. Dann geht's auf jeden Fall. Und dann können wir nämlich hier direkt runtergehen. Und können im Endeffekt auch hier hin. Zack. Und wo lassen wir es langlaufen? Ist, glaube ich, relativ gleich. Hä? Habe ich das nicht gerade hier gebaut? Wie bescheuert? Na, da drunter will ich dich haben. Ach, komm schon. Naja, wird wohl reichen. So, dann kommt was auch immer von hier hinten. Ich überlege, lassen wir es vorne langlaufen? Ich denke schon, ne? So, dann sind wir dabei. Dann kann das hier wieder weg. Und das auch und das auch. Und wir schmatzen den da einmal hin. Klemmen ihn wieder an und gehen hier hinten rüber. So. Dann haben wir hier schon mal ein Benzel. So, das holt jetzt, ich sage einfach mal von hier hinten, das Schwarzpulver. Und flößt das dann auch gleich hier dem Manufaktor ein. Das heißt, wir sitzen, wir müssen mal gucken, muss das Tor hin? Hier muss das Tor hin. Einmal rum. Ach, Kacke. Ach, doppelt Kacke. Hält sich jetzt nicht unbedingt auf. So. Zack. Und weg damit. Brauche ich hier zwei? Ne, hier brauche ich eigentlich nur eins, ne? Obwohl, ne. Das kommt weg. Und das hier wieder drauf. Genau. Hier muss dann auch noch Schwarzpulver kommt von da. Und die Röhren kommen halt auch von da. Das heißt, rödel, rödel, rödel. Ne, von hier kommt eigentlich gar nichts großartig mehr. Hier kommt noch Dings hier. Hier brauchen wir nur ein Tor. Richtig? Richtig. Ne? Hier oben kommt dann nur das hier noch rein. So. Dann ändern wir das nochmal. Spiel nervt mich nicht. Warum? Kollision wird allgemein überbewertet, möchte ich einfach mal behaupten. So, wo haben wir denn die hier, diese abgeflachten Dinger? Da haben wir sie. So, du kommst einmal hier drunter und dann bauen wir hier nochmal so ein einzelnes Tor hin. Zack, das wieder weg. Das kommt auch weg. So. Dass die Höhe stimmt. So, das gleiche Tor kommt dann darunter nochmal. So, 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 so. Ich will hier nicht noch einen höher gehen. Das heißt, die kommen hier gar nicht an. Das hier ist überflüssig. Hier kommen feste Tore hin. Dass wir langsamer auf den grünen Zweig kommen. So. Die müssen dann nämlich dahin abgeführt werden. So, das stimmt also soweit. So, so und na. So. Und wir können ihn hier rüberführen. Dafür arbeiten wir einfach nochmal mit dem Splitter. Moment, hier muss doch. Das kommt von hier. Was kommt denn hier noch? Achso, ey, ja. Idiot, Müller, Idiot, wie immer. Idiot sein kann ich gut. Das ist meine super Schuppenfähigkeit. Und dann geht er hier rein. Läuft denn hier erstmal oben? Das ist dann halt so.
Und dann haben wir hier oben eigentlich die Anschlüsse schon abgeschlossen. Beziehungsweise so weit abgeschlossen, dass ich sagen kann, gut. Wir führen das hier hinten jetzt zusammen. Wir brauchen Fusionatoren an der Ecke. Und der Logistik finden wir die. Und das Ganze geht nach da. Natürlich zeigt er mir hier gerade keine Dings an. Ah, sehr schön. Klappt. Einmal getroffen. Hier haben wir einmal so ein Mitting. Das müsste hier sein. Komme ich da durch? Das wäre witzig. Nee, natürlich nicht. Gibt immer einen Weg. Schaufelst das da ran. Ist das da richtig? Ja. So. Und dann hier hinten nochmal das gleiche. Und ich sehe schon, irgendwann gehen mir hier die Materialien aus. So müsste möglich sein. Ja. Sitzt. Und das dann hier rüber. Oh, ich habe gleich schon kein Stahlbeton mehr. Ist ja super. So, gucken wir mal, ob wir das... Das wird ja interessant. Wir müssen gleich zwei runter, das ist ja auch cool. Hier ist Luft, ne? Ja, das passt. Immerhin etwas. Stimmt. Ansonsten habe ich es nämlich hier hinten verkackt. Wir kommen nicht so weit, aber die Höhe stimmt, glaube ich. Sieht ziemlich... Ne, hier ist schief. Hier ist es schief, wir müssen auf die Linie. Ja. So passt es. Sehr schön, dann läuft da alles zusammen. Das müssen wir da nochmal ändern. Und hier glaube ich auch. Ja. Aber dann ist das schon mal richtig. Hier kommt nur eins rein und das andere muss zwangsweise von der anderen Seite. Okay. Wird ein Schuh draus. Dann würde ich sagen, presche ich erstmal nochmal los. Hol ein bisschen Stahlbeton. In Ermangelung an Alternativen. Und ja, lasst euch dafür in die Röhren gucken. Ich habe gerade eine Menge gebaut. Habe aber die falsche Taste zur Aufnahme gedrückt. Müller ist genervt. Super! Ich gucke jetzt richtig nach. Aufnahme läuft. Lichtverhältnisse haben sich geändert. Ich habe wieder grün im Bild. Ah, ich brauche vernünftige Beleuchtung. Uff. Gut. Ja, ich lasse das Grün jetzt drin. Ist mir jetzt gerade echt... Ist mir das egal? Ist mir das egal? Nö. Dann haben wir einfach mal eine Aufnahme, wie ich das ändere. Ist doch auch schön, oder? So. Nee, das will ich nicht filtern. Bist du doof oder was? Geil. So. Das hier und ein bisschen mehr, bitte. Dann verschwinde ich. Toll. Verschwinde ich auch. Super toll. Und hier wieder zu... Oh, doch. Wir kriegen es... Ein bisschen kriegen wir noch. Na? Na? Ich will nicht weg sein. Ich hätte nichts Schwarzes anziehen sollen. Ich fürchte, wir müssen damit leben. Und weg und da 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 und weg und da. Scheiß. Ja, ich fürchte, ich muss damit leben. Wisst ihr, was ich aber mache? Ich lebe nicht damit. Ich schieb mich einfach aus dem Bild. Leck mich. Computer, leck mich. So sieht es nämlich aus. So. Wo war ich? Ich habe zwischenzeitlich... Wir gucken mal. Hier hinten war's. Genau. Hier runter.
Ich habe hier die Stahlrohre angelegt, ne, sodass wir hier rüberkommen. Das ist alles, das ist dumm. Ist das, vielleicht habe ich eh Blödsinn gemacht. Passt doch gut, oder? Da kommt Gummi, da kommt Dings. Das heißt, du stehst hier sowieso falsch. Du Affe. Seht ihr? Halb so wild, dass ihr was verpasst habt? War eh Blödsinn. Wie immer, wenn Müller irgendwas macht. Denn das Tor muss hier hin und das kommt weg. So. Dann kommt das hier nach hinten. Dahin und dahin. So, dann kommen hier die Stahlrohre. So, dann habe ich hier hinten Gummi lang gelegt, ne, und die hier oben lang gezogen. Die, na, was sind's? Genau, die Signalisatoren. Jetzt weiß ich auch, warum keine Signalisatoren mehr kommen. Die sind aber noch nicht angeschlossen. So. Das weg, das weg, das weg. Habe ich mich vorhin tatsächlich gefragt. Warum kriege ich keine Signalisatoren mehr? Ja, und gemerkt, dass die ganze Aufnahme nicht läuft, habe ich übrigens gerade nur dadurch, dass ich hier gestorben bin. Ich bin nämlich hier gerade einmal richtig schön abgesegelt. Schwupp. Schwupp. Hoch da. Boah, genau so. Boah, ich habe es wieder gerade so überlebt. So bin ich da eben abgesegelt. Und nur irgendwo gegen geglitscht. Ah, Kacke. Kacke, 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 Kacke. Seht ihr? Das wollte ich mit euch eigentlich noch bauen. Ich habe hier mittig Ständer angebracht, tatsächlich. Ne? So kann man diese Kreisdinger ganz cool benutzen. Zeige ich euch nachher noch, wie ich das gemacht habe. Ist eigentlich ganz easy. Hoffe ich zumindest, dass ich euch das zeige. Aber Zeit müsste ich ja genug haben. Ich habe nur die Hälfte gefilmt. Da sollte eigentlich mehr als genug Zeit übrig bleiben. So, wir hämmern wieder nach oben. Wir hämmern hier auf die Dings oder auch nicht. Wir gehen hier hoch. Wir gehen hier, gerade so hoch. Dann sind wir hier. Dann wissen wir, dass hier jetzt wieder Signalisatoren kommen. Herrlich. So, und jetzt war ich gerade dabei, die Zufuhr für die Jungs hier zu regeln. Ist es für die hier? Nee, für die hier. Für die beiden... Na, wie heißen sie? Na? Das sind, Schmelzen. Schmelzen? Gießereien. Ich vergaß. Man nehme es mir nicht übel. Ich brauche mehr Kaffee. Ohne Scheiß. Bei dem Kuddelmuddel hier, ich krieg noch eine Vollmacke. Ne, vor allem dann hat man das da halbwegs fertig und sitzt dann hier und denkt, hä, wie? Wie war das da drüben nochmal? Das ist gerade eigentlich mein größtes Problem. Das nervt mich ein bisschen. So. Also für die beiden brauche ich Eisen und Kohle. Eigentlich auch auf zwei Ebenen. Das heißt, Kohle könnte ich hier oben lang ziehen. Das brauchen wir nämlich eh für zwei, nämlich für die fürs Schießpulver und für die Dinger. Das heißt, komm mal weg hier. Hä? Sind hier zwei Wände? Was zum Fick? So. Das heißt, die Kohle da kommt hier nach ganz oben. Machen wir jetzt einfach mal. Ne? Planlos geht der Plan los. Gilt auch bei mir. So, du gehst darüber. Höhe passt. Okay, die Kohle geht dann bis hier erstmal. Und die Tore können wir auch. Das ist nicht mittig, oder? Moment mal, jetzt probiere ich nochmal was. Ich habe eine coole Idee. Ich hatte hier vorhin gesehen. Dass man hier nicht nur ein... Genau, man hat hier jetzt ganz viel Spiel. Guckt mal.
Ich kann hier also noch ein bisschen mehr Varianz reinbringen. Und dann kriege ich vielleicht das Tor sogar mittig an den Ausgang ran. Das wäre der Shit. Dann machen wir einmal so. Und so. Und sitzt dann falsch. Egal. So und so. Und dann ziehen wir hier mal so eine Wand rein. Und dann gucken wir mal, wie das wirkt. Oh, jetzt bin ich aber komisch verrückt. Kommt das so hin? Müsste passen. Wir probieren es einfach mal aus. So. Und ist es dann gerade? Das ist gerade. Wie gut ist das? Das ist ja der Shit. Das gleiche machen wir dann gleich da unten nochmal. Nehmen wir uns mal die Wand da. Setzen hier einen drunter. Kommt das überhaupt von da? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Was geht denn hier rüber? Hier geht... Ach so. Aber theoretisch kann ich die Kohle auch von da kommen lassen. Moment. Moment, 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 Moment. Ich kann die doch einfach da beidseitig wegsplitten, oder? Dann ziehe ich das nochmal rum und splitte das da drüben nochmal weiter. Eigentlich doch easy peasy. Warum mache ich mir das so schwer? Und machen wir nämlich... Ne, Moment. Jetzt habe ich einen Denkfehler, glaube ich. Ich glaube, ich habe einen Denkfehler. Nee, habe ich eh über zwei Ebenen geteilt. Wobei die eine dann hier oben hin müsste. Aber ist ja egal. Das ist ja erstmal Wurst. Da wird alles zusammengeführt. Das ist fertig. Das wäre dann... Habe ich den Schwefel schon angeführt? Nee, ne? Eigentlich nicht. So, dann könnte ich hier oben Kohle machen und da unten... Kohle müsste beidseitig. Dann könnte das doch einfach Kohle sein. Dann können wir das beides von hier kommen lassen. Dann müssen wir es einfach da anklemmen. Und hier oben haben wir dann Eisen. Brauchen wir immer noch. Ist nicht verschenkt hier. Da brauchen wir nicht mehr mit diesen Toren arbeiten. Das ist ja eigentlich ultimativ geil. Ja, passt auf. Dann machen wir hier unten die Kohle. Da haben wir eh schon die Zugänge. Das passt doch eigentlich. Machen wir so. Ja, machen wir so. Gehen wir da hin. Und dann muss das Tor hier auf halbe Höhe. Gehen wir mal weg. Komm ich hier rüber? Ja. So, so. Kommt das hin? Nee, das kommt nicht hin. Das kommt schon mal nicht hin. Warum geht das jetzt nicht? Ist da im Weg? Ach du. Der ist im Weg. Nee. Oder? Ach, der Lift ist im Weg. Okay. Oder so müsste doch hinkommen, oder? Nee. Wieso ist denn das jetzt gerade so frickelig? Das war doch eben nicht. Das hat doch eben viel sauberer gepasst. Den hier, obwohl... Nee, durchgucken wir ganz gut. Wenn man das mal einmal so. Stimmt das so schon? Nee, so stimmt das nicht. Wir müssen ein weiter rüber. Und das... Ging jetzt gerade nur wegen dem Lift eigentlich nicht.
Das wäre dann so. Und so. Wieso bin ich denn jetzt. Wieso stehe ich gerade so auf dem Schlauch? Ich check's nicht. Die beiden weg. So. Ziel erreicht. Scheißegal. So. Und kriege ich das da jetzt hingebaut? Nee, natürlich nicht. Kriege ich das da jetzt hingebaut? Ja. So. Das weg. Das weg. Das weg. Ping, wie meine ganzen Handys einfach amok laufen, ne? So. Und dann müsste das da passen. Das ziehen wir wieder hoch hier. Das ist dann Eisen. Und das ist Kohle. Ach, komm schon. Scheiße. Dahin und dann sind wir auf der richtigen Etage. Komm mal durch hier. Und es passt. Sauber. Richtig gut. So, und das Ganze müssen wir hier drüben nochmal machen. Nämlich für den hier. Eieiei, das wird aber nichts. Da kriegen wir es nicht hin. Schade. Da müssen wir tatsächlich wieder mit der Tür arbeiten. Lässt sich nicht ändern. Wieso habe ich hier eigentlich so rumgefrickelt? Achso, deswegen. Okay. Nee, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe wieder mal nichts gesagt. Müller denkt wieder blöd. So. Dann hier. Und dann haben noch eigentlich alle Kohle. Ein höher bitte. Darin und alles ist gut. Das kann weg. So, dann bekommen die Kohle. Und die bekommen auch Kohle. Offensichtlich wollte ich hier drunter dann Schwefel machen. Rödel, rödel, rödel. Oder läuft das hier zusammen? Ne, das ist die Zufuhr. So, wo ist die andere? So. Hat der Müller wieder nicht mitgedacht. Denn das hier muss nach da. Nö. Das hier muss nach da. Oh, wie mein Kopf gerade brennt. Ohne Scheiß. So, hier kommt Schießpulver raus. Habe ich Schießpulver eigentlich schon an die beiden Dinge angeschlossen? Offensichtlich. Offensichtlich. Gut, dann ist das hier hinten eh alles Tinnef. Oder ist, wo sind die Ausgänge? Ach, hier habe ich das so außen geplant. Das ist ja auch interessant. Oh, Müller, ey. Du hast einfach die beschissensten Ideen. Du hast die beschissensten Ideen. Okay, hier wird auf jeden Fall Schießpulver gesammelt. Was, glaube ich, überhaupt keinen Sinn macht. Nö. Macht's nicht, weg damit. Das muss ein höher. Vielleicht sogar zwei höher. Habe ich, glaube ich, auch schon angefangen, wie es aussieht. Okay. Gut, wir sind aber bei der Zufuhr. Hm, mal auf hier. So. So, hier wird gesammelt. Hier wird verteilt. Was ist das hier? Kohle, Kohle. Achso, hier fehlt noch einmal Kohle. Ja. Wie stehen die denn? Was ist denn das für ein Bullshit, ey?
Okay, das kommt aber hin. Gut, dann muss hier noch einer hin. Aber möglichst richtig. So. Dann kann der da rein. Dann muss hier noch einer hin. Dann kommt der da rein. Schon Fließband zwischengezogen? Ja. Okay. So, dann hätten wir erstmal die Kohle. Hier wird zusammengeführt. Okay. So, dann holen wir erstmal die Kohle ran. Ist das da erstmal falsch? Ach, Autosave. Okay. Autosave. So. Hier geht also Kohle dran vorbei nach hier. Das heißt, wir brauchen hier auch noch einen Splitter, der das auf der Höhe verteilt. So. Dann haben wir hier wieder die. Ey, nicht falsch rum. So. Bis zum Ende durchgezogen. Hier rüber. Wieso arbeite ich hier eigentlich noch mit Glas? Hier brauchen wir gar kein Glas. Totaler Mumpitz. Können wir ganz normal Dings nehmen. Wieso habe ich denn damit angefangen? Egal. Jetzt ziehen wir es durch. Kommt rundherum und gut ist. So. Das heißt, wir brauchen jetzt für die hier auch noch die Zuläufe. Du müsstest entsprechend hier sein. Du müsstest hier zwischen sein. Wie viel sind das? 1, 2, 3. Das heißt, er hier ist auf Hälfte. Das kriegen wir ja ohne weiteres hin. Organisation. Falsche Höhe, ne? Ja. Falsche Höhe. Das wollen wir richtig machen. So. Ein Fundament auf Hälfte. Eine Wand hier ran. Na. Jetzt komm schon. Was ist denn dein verficktes Problem? So, du wieder weg. Du wieder weg. Warum ich das so mache, keine Ahnung. Ich habe mir bestimmt was bei gedacht, was ich jetzt einfach nicht mehr weiß. So, 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 so. Und dann muss das da lang. Okay. Warum habe ich das so gemacht? Warum habe ich das hier mit den Halben gemacht? Mit den Zweien. Gut, habe mir wieder einen Haufen Arbeit gemacht, denn ich hätte sein müssen. Alles klar. Von hier nach da. So, und damit einen Augenblick bitte. So, da bin ich wieder. Es tut mir leid, das sind Störungen, die sich in meiner Arbeitszeit leider nicht vermeiden lassen. Ne, ist zurzeit mit Aufnahmezeiten immer ein bisschen eng gesät und ich muss sehen, dass ich das immer irgendwann mache. Und bin gerade trotzdem schon wieder todesgenervt. Nicht wegen meiner Arbeit, sondern weil ich den Greenscreen in der Zeit, wo ich telefoniert habe, dreimal angepasst habe. Dreimal war es okay und kurze Zeit später wieder alles für den Arsch, weil sich hier die Helligkeitssituation immer wieder ändert. Es wird einfach Zeit, dass ich Beleuchtung hier kriege. Es kotzt mich so an. Meine Fresse. Wattenscheiß. So, aber wir waren jetzt hier bei Kohle. Und ich bin wieder wunderbar aus dem Konzept gekommen. Aber ich hoffe, ich habe das jetzt wieder halbwegs richtig im Kopf. Was fehlt denn jetzt hier? Förderwand ist zu lang. Ja, leck mich doch. Dann baust halt nur bis hier. So.
Die sind mir doch total Banane, ey. Die sind bis hier. So, dann müssen hier aber nicht zwei Förderbänder ran, weil eins kommt ja von oben. Sondern nur eins. Und dann muss ich irgendwie hochkommen, was ich auch komme. So, dann gehe ich nochmal hier rüber. Oh, 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 oh. Gerade so lang genug. So, dann kommt einmal Zufuhr hier. Einmal Zufuhr hier. Und einmal Zufuhr. Kommt das hin? Das kommt ja bei dem gar nicht hin. Hier habe ich das so auseinander gemacht. Da nicht. Ach, da muss ich wieder so auf die Hälfte gehen. Das klappt hier gar nicht. So nah am Rand geht das nicht. Okay, wir gucken mal gerade. So, der muss hier. Wenn wir den jetzt aber hier hochführen. Wen haben wir immer genommen? Den linken für Kohle. Okay. Dann sind wir da und kommen von da wahrscheinlich nicht nach da. Na wunderbar. Dann. Okay. Gucken. Ich sollte mir dieses Teil hier jetzt langsam mal echt auf irgendeine Quickslot-Leiste setzen. Das Ding brauchen wir eh so selten. So, so, so. Dann einmal ein Fundament dahin. Und dann gucken wir einmal Wände. Die hier bitte. Ist da ein Stück im Weg, ne? Ja. Scheiße. Und wir hatten ja mit dem Spiel hier ein bisschen experimentiert. Aber ich glaube, das bringt auch nichts. Ich könnte dann so machen. Dann passt das zwar hier. Oh. Nee, dann passt das da einfach gar nicht. Moment. Oh, ich bin da schon wieder falsch dran. Ups. So müsste es. So, dann passt es auf der einen, aber nicht auf der anderen Seite. Ich müsste eh weiter rüber. Ich würde dann eher hier. Nehmen wir so. Und das würde passen, ne? Weil ich da wieder falsch gesetzt habe. So, so und ich bin zu hoch. So. Das würde hier zumindest gehen. Aber dann habe ich das Problem halt auf einer Etage, ne? Also ich könnte halt hier nicht nochmal neben. Das heißt, ich muss auch... Oh, schön gegen das Mikro gehauen. Herrlich. Ich muss hier eigentlich auch mit den Doppelten arbeiten. Mit den Türen. Wo haben wir sie? Tür links. Das wäre dann so. Und so. Das gleiche würde ja für hier hinten gelten. Außer ich baue da zwei übereinander, zwei Einzeleingänge. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber dann ist das hier wieder Quatsch, ne? Dann haben wir das nicht symmetrisch. Naja, machen wir halt so. Dann kommt da nun mal Türen hin. So, dann haben wir außen immer Kohle. Das wechselt da zwar zwischendrin einmal, aber dann haben wir an der Fassade zumindest halbwegs Symmetrie. So, dann kommst du weg. Da kommt dafür eine Tür hin. Das gleiche gilt. Müsste der sein. Da. Zack. Da wird dann der Schwefel zugeführt. Glaube ich zumindest. Ne, hier wird zusammengeführt. Wo kommt denn der Schwefel her? Haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Egal. Wir hauen jetzt erstmal die Kohle hier ran. So, das heißt, wir brauchen hier jetzt die Splitter. Dieses Ding ist echt, macht mich fertig, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Okay, ich baue jetzt mal die Splitter alle ran. Und dann gucken wir mal, wie wir das mit den
Liften geregelt kriegen. Ob wir das überhaupt geregelt kriegen. So. Ja gut, das würde gehen, aber das ist halt Blödsinn. Ja, das ist totaler Blödsinn. Wir können hier nicht so erhöht bauen. Das funktioniert nicht. Machen wir den Scheiß weg. Den Scheiß weg und den Scheiß weg. Brauchen wir so eine Zwischenstufe eigentlich auch nicht. Ne? Das heißt, wir machen uns das gar nicht großartig schwer. So, und dann Logistik Splitter. Du gehst da ran, dann ist alles cool. Hier nochmal ein Splitter. Die muss ich dann, ich muss die Förderbindung werden nochmal setzen, darf ich nicht vergessen. Und hier nochmal ein Splitter. Weil sonst sind die Förderbänder da nämlich nicht dran angeschlossen und das wäre ein ganz schönes Problem. So, dann haben wir das erstmal. Warum bin ich da jetzt nicht hochgekommen? So. Dann gehen wir hier nochmal rüber. Reißen den Spaß nochmal ab. Klick macht es. Sehr schön. Klick macht es. Und Klick macht es. Okay. Haben wir alles dran. So. Dann war ich, glaube ich, ein Idiot. Hier müsste der Schwefel hin, wenn ich mich nicht irre. Einmal so. Und einmal so. Da oben ist nämlich dicht. Da kommen nur Endprodukte. So. Das sitzt soweit. Dann habt ihr schon mal Kohle. Ihr habt Kohle. Ihr hier drüben. Einmal runter bitte. Zack. Habt auch Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Da hinten, die haben auch Kohle. Fehlt Schwefel und der Anschluss für die Kohle, wenn ich mich nicht irre. Komm schon. So. So, das heißt, hier kommt Kohle an, da oben kommt Schwefel an. Ist ja ein wunderbares Kuddelmuddel. So, wo haben wir Schwefel? Das hier ist, glaube ich, Eisen. Dann ist das Schwefel. Okay. Das heißt, du musst ein höher. Der Treis war auch noch einmal weg. Machen wir einmal so. Ja, obwohl, ich kann ja hier zwei Eingänge einfach machen, ne? Wände, so und so. Dann einmal hier hoch. Einmal hier rüber. Und einmal so. So, der Schwefel kommt von da unten. Da geht's nicht, hier geht es. Was eine Scheiße. Machen wir mal hier. Daran und dann. Komm schon. Ach. Sitzt falsch rum. Höchstwahrscheinlich. Nee, ich muss hier mit, dem Schwefel hin. Weil ich sonst, was auch immer hier kommt. Hier kommt Eisen. Eisen muss auch dahin. Eisen muss ich aber hier außen rum führen. Kann ich Eisen hier außen rum führen? Ich kann Eisen hier ganz schlecht außen rum führen, sehe ich gerade. Ne, ich muss auch einen tiefer. Eisen muss da unten hin. Ne, ich habe ja den zweiten Zugang gerade selber einen runtergesetzt. Das heißt, Eisen kann da lang. Das ist dann auch richtig angeschlossen. Okay, das markiere ich mir einfach einmal so. Da Eisen. Das ist richtig. Hier oben Kohle. Ne, da unten Kohle. Ratter, ratter, ratter. Ja, da Kohle. Okay. Wo kommt die Kohle her? Die Kohle kommt von da. So. Das ist dann die Höhe. Das passt mit dem Lift nicht, der nachher rankommt. Das heißt, wir machen das einmal so. Und das müsste trotzdem gehen. Sehr schön.
das geht. Okay. Nee, Moment. Die Kohle muss doch hier hin, damit wir hier durchkommen. Und das Eisen führt am Ende hier. Nee, hier führt schon Gummi lang. Oh, ich kotze. Gummi wird aber da abgeführt. Okay. Dann kommt das Gummi nach hier. Und die Kohle nach da. Ja. So. Das ist ein Hackmack, ey. Ja, jetzt ist hier ein Haufen Gummi wahrscheinlich. Nee, Stahl. So, weg damit. So, Gummi soll hier lang geführt werden. Das heißt, hier muss Gummi ran. Nein, da muss Gummi ran, weil der außenrum muss. Okay. Da kommen wir schon nicht mehr hin. Da Gummi, da irgendwas anderes. Machen wir das mal so. Ach komm. Ist das ein Hackmack? Okay. Kohle soll nach hier hinten. Aber bitte gerade. So viele Zeit muss sein. Aber Kohle muss ja nach da. Bin jetzt total plemplem. Oh Mann, ey. So, da geht die Kohle rüber. Oder der Schwefel. Es ist am Ende auch scheißegal, was hier wohl angeht. Ne? Wieso habe ich drei Ausgänge auf der Höhe? Ich habe einen hier, einen da. Das heißt, das hier muss gar nicht mehr sein. Ich habe doch nur vier Zuläufe. Eisen, Schwefel. So. Das heißt, hier kann genauso gut das Gummi hin. Das wird mit den Liften echt so eine Sache. Okay. Von wo kommt das Gummi? Das ist Kohle. Das ist Eisen. Darunter ist Schwefel. Wo ist mein Gummi? Bäh. Warum ist das so? Was ist das hier? Wo läuft das hin? Das wird am Ende wahrscheinlich Eisen. So. Nochmal da eins hin. Wo ist mein Gummi? Da ist mein Gummi. Na, können wir da irgendwie ran? Nein, wir brauchen so einen scheiß Laufweg hier. So. Jetzt aber. Gummi. Gummi kommt da nicht mehr durch. Gummi doof. So, hier hin. Das Gummi kommt nach da. Zack und am liebsten auch gerade. Das heißt, wir brauchen wieder die Dinger hier, damit ich das hier irgendwie rankriege. Und die verschwinden dann nachher auch wieder. Die haben eine Kollision. Wo sind die ohne? Da. So. Das passt. So. Dann haben wir hier schon mal Gummi. Das ist Eisen. Das ich nicht hier brauche, das brauche ich einen weiter oben. Was nervt mich jetzt? Das nervt mich jetzt. Habe ich hier noch irgendeinen Scheiß, den ich einfach weghauen kann? Kommt denn hier das ganze... Achso, hat funktioniert. Das war ja easy. So. Noch mehr Eisen und noch mehr Eisen. So, gerade zur Sicherheit nochmal geguckt. Habe ich die Aufnahme gestartet? Ja, habe ich. Okay. So. Kohle hier, richtig? Kohle hier. Also da. So, die Kohle ist... Rödel, rödel. Ganz oben.
Das Eisen muss höher. Das ist schon mal scheiße. Das Eisen muss höher, nee, das Eisen muss tiefer. Da oben soll doch gar nichts hin. Ey, wie ich mein eigenes System immer wieder versauere. Das kommt weg. Da kommt ein Eingang hin. Was ist denn jetzt dein Problem hier? Willst du mich rollen? Weg damit, weg damit. So. Da ein Eingang. So, ich meine, das ändert nichts am Problem, aber wohl. Code ist hier ganz oben. Doch, das ändert was am Problem. Nein, 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 nein. Oh. Ups. Kann mal passieren. So, jetzt habe ich gleich wieder völlig den Faden verloren. Okay. Das ist Eisen, dann ist über mir Kohle. So. Dass da nach oben muss. Wo ich jetzt einmal wunderbar rumlaufe. Ey, diese Fabrik macht mich fertig. Warum stelle ich mich denn hier bitte so glatt an? Kann mir das mal einer verraten? Wieso ist da schon wieder alles grün? Ah! Kacklicht, ey. Leg dich hin, geh wieder schlafen, mach nichts mehr heute. So sieht's aus. Meine Fresse, jetzt ist hier mein Weg nach oben auch weg, ne? Ja, hab ich abgerissen. Schön. Schön, schön. Schön. Komm ich hier hoch? Hier komme ich nicht hoch. Dann versuchen wir das hier. Hängen geblieben, aber geschafft. Gegen den Lift gesprungen. Da sind wir hier. Sehr schön. Sind wir schon mal so weit. So. Na, guck mal. So, die Kohle geht bis hier. Geht dann daran. Ich glaube, es wird gerade ein Schuh draus. Das ist ja wunderbar. So. Dann einmal dicht machen. Was fehlt denn jetzt? Nichts. Ich wollte es gerade sagen. Jetzt gehen wir mal nicht auf den Zünder hier. Mehr Eisen. Blödsinn. So. Die Kohle geht dann nach hier hinten. Dann bekommen die Dinge alle Kohle. Das ist cool. So, Gummi geht auch da hin, wo es hin soll. So, jetzt haben wir noch Eisen. Und wir haben Schwefel. So, haben wir hier Eisen. Oh Gott, treffe ich doch nie im Leben. Mein Reden. Ich muss hier einmal noch mal so eine Behelfslösung ran. Zweimal das gleiche. Super. Zweimal verkackt. Ich bin ein Held. Hier hoch. Ja. Ach komm schon. Mach doch diesen scheiß Gleitsprung. Ja, wenn du nicht machen sollst, machst du denn. Super. Du bist. Hier rein. Und hier hoch. So. Bin ich jetzt da, wo ich sein will? Ne, jetzt bin ich ein zu hoch. Ey, manchmal kannst du nochmal lachen. Manchmal hilft nichts anderes mehr. Gefühlt manchmal zu oft in meinem Leben. So, du sollst da lang. Und dann gehst du entsprechend hier lang. Und zwar außenrum. Ganz genau. So. Klar soweit. So. Dann bauen wir uns hier einmal die ran. Und dann kicken wir mal. Eins kommt von links, eins kommt von rechts. Von der Sache her ist, glaube ich, total lax, was von wo kommt. Ich muss nur irgendwie die Höhe treffen. So, das hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Striche. Das heißt, ich will zwei weiter rund. Zwei? Ne, vier. Zwei Striche. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ist das schon ein Stockwerk? Wir probieren es aus. Da
Das sieht soweit gut aus. Okay. Das gleiche machen wir mit dem hier. Ey, man sieht nichts mehr irgendwann, ne? Lifte bauen ist wirklich die Pest. Dahin und... Komm schon. Nee, das ist, glaube ich, schief. Ich erkenne ein Gefälle. Ich erkenne gleich wahrscheinlich wieder ein Gefälle. Ja, super. Die kann man auch nicht mehr auszählen. Das ist ja irgendwann echt nur noch affig. So, noch ein Versuch. Ich habe immer die gleiche Höhe, oder? Mein Augenmaß ist beschissen. Bin ich viel zu hoch. Auch schön. Aber nicht das, was ich wollte. Ach, leck mich doch. Förderband zu steil. Ich kann es aber halt nur so rumbauen, weil ich sonst da nicht vernünftig ankomme. Wieder zu flach. So. Augenmaß wie eine tote Katze, ey. Wie oft versuche ich es dann noch? So, ich mache jetzt auf gut Glück. So. Mö. So. Ey. Selbst wenn ich da eins nebenbaue, erkenne ich den Abstand nicht. Ich gehe jetzt einfach runter mit dem Ding. Ne, wollte gerade sagen. So. Könnte die Höhe sein, ne? Ey, das gibt's doch nicht, ey. Kann ich hier... Von der Sache her, ja. Wenn ich jetzt so mache... Dann wäre es so. Das sind die zwar nicht ganz nebeneinander, aber... Es funktioniert zumindest erstmal. So. Dann kommt wieder mein Raufkrebseln hier auf dieses Scheißding. Aber wir nähern uns dem Ende, wa? Wir kommen an den Punkt, wo man sagen kann, okay, gleich geschafft. Außer Müller springt daneben. Es wird, glaube ich, wieder so eine Folge mit Überlänge, aber ich will den Kack jetzt fertig haben. Weil es mich einfach so nervt. Ich will, dass hier der ganze Scheiß... Was ist das denn jetzt für eine Nummer? Na gut. Können wir mit leben. So, hier kommt... Der Mist, was haben wir hier? Signalisatoren, das ist ja wunderschön. Lass durch da. Noch mehr Signalisatoren, oh, nehmen wir mit. Und wahrscheinlich noch mehr Signalisatoren. Ne, Eisenplatten, okay. Gut, aber ja, Signalisatoren, super. So, hier kommt Gummi, da geht Kohle. Kohle ist fertig. Das heißt, wir müssen einen tiefer und jetzt hier... für Schwefel sorgen. Dann fangen wir jetzt erstmal an. So, das geht hier durch und anscheinend schon mal zum Falschen. Oder? Nee, gar nicht. Es geht tatsächlich zum Richtigen. Können wir hier irgendwie drunter durch? Ja. Kommen wir durchgerutscht. So, hier ist Schwefel. Damit kriegt der Schwefel und Kohle. Schwefel und Kohle ist ja der Wahnsinn. Am Ende funktioniert das hier auf Anhieb. Wäre ja der Shit. So. 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 Und so. In welche Richtung läuft das? Natürlich läuft das nach hier. Komm schon. Du musst einen nach oben. Fertig. Du kannst hier nicht langlaufen. Du kannst nicht vorbei. So. Dann wären wir wieder hier bei diesen Türdingern. Und hier brauchen wir auch Glas. Hier können wir da nicht. So, so, so. Und so. Das heißt, hier muss ich mir was überlegen. Eventuell
stellen wir die... Obwohl, hier kommt nichts anderes mehr, ne? Von der Sache her können wir hier einfach die Förderbandsplitter nehmen. Und mittig hinstellen. Hätten wir doch eine Alternative. Ein hier. Und ein hier. Hier. Und wo kommt der letzte hin? Ich fehlt auch noch einer. Auf. Ach so, ja, stimmt ja. Hier war das ja mit den mittigen Dingern einfach. Easy peasy. Okay. Hier wieder eine Wand hin. Und hier dann Wände mittig. Hier passt das aus. Die Wand jetzt richtig rum. Dann kennst du wieder schön scheiße. Na egal. So. Das heißt, hier können wir das so machen. Hier können wir das leider nicht so machen. Da muss ich mir echt nochmal was überlegen, wie man das hinkriegen könnte. So, dann gehen wir von hier nach... Steht der falsch rum? Ja. So, jetzt sitzt er aber. Der geht da lang, der geht... Steht auch falsch rum. Super, Markus. Super. So, jetzt steht der richtig rum. Der steht auch falsch rum. Dieser Eingangsgeschrubbel, meine. Nochmal weg. So. Der steht ja schon wieder falsch. Was soll denn das? Wieso dreht er sich denn immer zurecht, wie er gerade lustig ist, ey? Jetzt aber daran, daran, daran. Dann kommst du von hier hinten. Ja, natürlich. Echt jetzt? Leck mich. Leck mich fett. Hä? Wieso zeigt er mir denn da hinten eine Leitlinie an? Sein. So. Das heißt, wir sind hier. Hier habe ich es aber wieder falsch gemacht. Mist. Du musst hier hin. Die müssen auch nochmal weg. Ganz unten muss es einheitlich. Das sieht man nämlich nachher von unten. So. Hier sind wir in der Mitte. Okay. Das nochmal weg. Dann hier so kurz wie möglich. Daran. Das passt. Nochmal weg. Dann können wir ihn hier hinsetzen und ihn hier. So. Und. Ah, das Band falsch rum, ne? Ja. Natürlich. Da gehen, da gehen. Und jetzt hier rüber. So, dann können hier. Ruhig bleiben, Müller. Was ist das denn hier? Du mich rollen oder was? So, ich krieg hier auch nirgendwo mehr vernünftig einen Weg nach oben hinten. Ich baue jetzt einfach eine Leiter. So sieht's aus. Kann ich mal spielen. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Aber naja. Erwartet nichts vom Müller. So, hier hoch. Hier rein. Schwefel kommt. So, hier läuft alles zusammen. Warum das auch immer so ist. Ach genau, das habe ich doch schon gesagt. Das muss alles nach oben verlegt werden. Das machen wir jetzt gleich mal. Das heißt nämlich, dass wir diesen Schrubbel hier gar nicht brauchen. Das kann komplett weg. Das ganze Teil. Passt natürlich wieder alles nicht ins Inventar, ne? Schön.
Platz. Habe ich noch irgendwie Platz? Nee. Dann brauche ich erstmal die Lifte. Dann bauen wir erstmal die Lifte wieder neu. So. Und so. Gut, das passt. Kommen wir davon hier ran? Ja. Das passt. Das gleiche machen wir hier. Na komm. So. Wo geht das nicht? Nerv mich nicht. Warum kann ich da jetzt nicht hochbauen? Hä? Ach so, ah, weil da noch ein Band ist. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Seit wann haben Bänder Kollision? Ne, die kommt man doch sogar über Kreuz ziehen, die Scheißdinge. So, hier sitzt's. Hier auch alle weg. Inklusive Band, bitte. Weg. Und den ganzen Schnaller da auch weg. So, richtigen erwischen. So. Und dann die Förderbänder hoch. Dahin. Und dahin. Hallo? Und dahin. Und dann noch dahin. Na, von hier sieht man nicht ganz so gut. Na, verkackt. Ich hätte fast alle auch an die Menge gekriegt. Schade. So, und so. Den ganzen Schnodderodotz hier weg. Übrigens die Kollisionsabfrage mit Fließbändern kacke. Das ist gefühlt auch erst seit Update 4, ey. Das nervt mich so dermaßen an. So, weg, weg, weg. Und auch weg. So, hier kommt noch Eisen, aber das Eisen geht nur nach hier. Oder? Wieso läuft hier Schwefel? Hier läuft Schwefel, da läuft Schwefel. Geht das nicht außen rum? Ja, doch, das kommt eigentlich von da. Achso, ja, läuft auch. Gut, okay. So. Dann einmal diese ganze Etage hier wegreißen. So, du kannst auch weg. Ehrlich. Leck mich. So, dann müssen wir einmal wieder irgendwie hochkommen. Was hier gerade gar nicht mehr so einfach ist. Achso. Das ist eine Optikfrage. Ah, sehr schön. Ein hochgekommen. Kommen wir noch einen hoch? So. Habe ich das schon hingebaut? Wann ist das denn passiert? Und das läuft hier auch rüber dann. Und dann haben wir das damit dran. Stimmt, den Abfuhr, den Abfluss habe ich schon gebaut gehabt. So. Machen wir da oben erstmal dicht. Das passt alles. Okay. Jetzt braucht eigentlich nur noch der da hinten oder die da hinten. Brauchen Eisen noch. Das von hier oben kommen sollte. Aber nicht hier oben hingeht, oder? Führt hier Eisen hoch? Nee, Eisen ist einfach da unten. So wie es auch gedacht war. Warum ist das so? Weil ich krieg da definitiv. So, warte mal. Kohle und Schwefel. Das heißt, hier brauche ich definitiv einen dritten Stock sogar, weil ich glaube, ich sonst mit den Dings nicht hinkomme. Und dann kriegen wir das nebeneinander gequetscht. Wir gucken mal. Hilft nichts, hilft nur ausprobieren. So, hier ist nichts. Hier ist
Kohle. Hier ist Schwefel. Wenn ich Schwefel ein weiter rüber setze, was gehen würde? Doch, ich glaube, das hier kriegen wir hin. Denn Eisen muss ja nur auf die eine Seite. So. Logistik, Förderbandsplitter. Wenn wir die ganz hier ransetzen, sollte das gehen. Kommt von da hinten. Dann auch nochmal einversetzt werden. Ich hoffe, das geht ja mit denen noch. Das werden wir gleich sehen. Nee, da muss Glas bleiben. Logistik, Förderband, Splitter. Kommt von da, geht nach da. So, das geht in jedem Fall. Das geht auf keinen Fall. Gut. Schwefel ist mir wurscht, haben wir mehr als genug von. So, so schnell wie möglich nach unten. Band wieder weg. Das ran. Und dann läuft gleich Schwefel wieder dahin. Und hier können wir so spät gar nicht runter. Doch, kann ich trotzdem. Ich kann ja den hier wegreißen. Hier nach unten gehen. Und dann geht das. Warum stimmt denn jetzt die Höhe plötzlich nicht mehr? Bin ich hier schräg? Hier ist doch gerade, oder was? Nee, ist nicht gerade. Scheiße, ich bin verrutscht. Och, Menno. Das heißt, hier muss... Das muss auch wieder weg. Quatsch, Logistik. So. Förderband Splitter. Jetzt müsste es stimmen. Dann hier so schnell wie möglich runter. Dann hier ebenfalls so schnell wie möglich runter. Ja. Das hätten wir. Daran, daran. Hier, du nach da, du nach da und du nach ganz hier hinten. So, dann haben wir hier Schwefel. Und dann kommt für hier hinten jetzt noch Eisen. Wollen wir das auch von hier machen? Ist eigentlich Lachs, ne? Kann ich genauso gut hier lang führen. Ja. Führen wir easy peasy hier lang. Daran. Und dann wäre das, glaube ich, die Höhe. Wieso habe ich denn hier schon zwei Lifte? Die überall? Nee, ich nur bei denen. So, Schwefel, Schwefel, Schwefel. Schwefel. Was kriegst du denn von da oben? Da oben kriegst du doch gar nichts. Du kriegst Schwefel von hier, du kriegst Eisen von hier. So. Wände. Kriegen wir das hier hinten? Nee. Machen wir mit Türen. Machen wir wieder mit Türen. Ah, der Hund macht wieder Alarm. Hier haben wir keine Türen. Hä? Gab es hier nicht auch mit Türen? Achso. Tür links, zentrale Tür. Tür rechts. Naja. Okay. Tür rechts war schon mal falsch. Gut, Tür links. Aber auf der richtigen Höhe wäre schön. Das einmal so. Da auch einmal so. Und das war's schon. Ja.
dann müssen hier jetzt eigentlich nur noch die Splitter hin. Logistik. Förderband Splitter. Von da kommend. Nach hier geht. Oh, genau gegenüber quasi. Alles passt. Hä, wie kann das denn genau gegenüber sein? Das geht doch gar nicht. Ach doch, da ist ja nur Schwefel. Alles cool. Oh Gott. Jetzt hat sich der Auto Safe gerade so rausgedreht, aber okay. Passt. So. Einmal so, damit wir noch was sehen. Wir gucken mal. Sitzt die Tür falsch? Die Tür sitzt falsch. Hä? Wie kommt das denn? Okay, da habe ich das mit diesen mittigen gemacht. Da habe ich das mit einer Tür gemacht. So, hier einmal hoch. Oder sitzt der Splitter falsch? Saß die Tür oder saß der Splitter falsch? Das ist die große Frage jetzt. Wände mit Tür rechts. Rechts, links, oben, unten. Links, rechts. Wir müssen da hinten hin. Also mit Tür links. So. Ach, der Splitter sitzt nicht richtig. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, kann eigentlich nicht sein, ne? Das wäre so. Und gerade rüber. Dann gibt es in jedem Fall schon mal Eisen. Wir hoppen einmal hier rüber. Wir hoppen dann nicht rüber. Scheiß! Aber am Ende löppt es. So, und ich glaube, dann haben wir tatsächlich alles angeschlossen. Irgendwie. Jetzt komme ich hier immer noch nicht hoch. Wo ist meine Leiter? Komm her, du blöde Leiter. Habt ihr hier eine Leiter gebaut? Da ist sie. Boah, gelb auf gelb, ne? Sieht auch kein Mensch. So, Schwefel läuft. Eisen läuft dann auch gleich. Wir müssen aber einmal hier einen drunter setzen. Weil sonst läuft hier gar nichts. So. Du runter. Und nach hier. Passt. Sehr schön. Ich kam natürlich sofort 19 rüber. Ja, 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 ja. So. Du da runter. Du nach hier. Okay, das läuft also auch. Wobei wir das tatsächlich nochmal komplett wegreißen müssen. Damit der hier hinpasst. So. Dann gehst du hier hinten ran. Und dann daran. Und dann löppt das. Sehr schön. So. Jetzt haben wir hier tatsächlich alles irgendwie verbunden, außer halt. Doch, die drei. Ach, die brauchen noch eine Zufuhr, ne? Hier sind die Abnehmer. Beziehungsweise Produzenten. Das kann jetzt mal weg. Das brauchen wir auch noch irgendwie. Bin mir gerade nur noch nicht sicher, wo es hin muss. Ach doch, bin ich. So, so, so. Wie kriegen wir das nach hier? Fragen über Fragen. Ich könnte versuchen. Jetzt machen wir uns das hier hin. Leck mich. So. Dann brauchen wir so. Und hier führen wir hin. Nicht so rum. Das führen wir dann einmal hier lang. Boah, ich muss hier noch einmal rundherum komplett die Förderbänder abnehmen, was? Ist ein anderes Thema für ein anderes Mal. Beziehungsweise das mache ich dann nachher offline.
Was heißt, die Tür muss anders. So ist zu hoch, meine ich. So muss ich. Genau, und dann musst du nämlich höher. Das wäre der Anschluss. Und hier genau das gleiche, wobei es hier jetzt einfacher wird, weil ich einfach einmal so machen kann und einmal so machen kann. So. Dann kommst du hier hoch. Ne, ich sag's euch, ich mach das in der Folge jetzt fertig. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich will den Piss einfach fertig haben. Ich habe keine Lust mehr. So, Logistik. Förderband Fusionator. Wir bleiben mal hier so nah dran, wie es geht. Führen. Ah, muss sogar noch höher. Okay. Machen wir einfach mal. Mal gucken, wie es aussieht. Obwohl, nee, machen wir nicht. Das verdeckt die Kante hier so ein bisschen. Ja. So, das gleiche machen wir hier. Nach da hinten nachher weggeben. Das sitzt dann auch. Kriegen wir das hier ran? Ja, sehr schön. So, dann haben wir die beiden Fusionatoren und die sollen das irgendwie an ihn hier weitergeben. Aber wie regeln wir das? Können wir... sollte die gleiche Höhe sein. So. Und so. Und so. Dann Förderbandfusionator. Nein, Quatsch, Förderbandsplitter. Da ein ran und da ein ran. Und dann war das, glaube ich, so, dass das nicht mehr ging. Da vorne geht's. Geht's auch hier? Nee. Die sind dann nicht mehr nutzbar. Wie machen wir das? Wir könnten da mit einem Tor arbeiten. Wo haben wir es? Da haben wir es. So. Das würde gehen. Da kommen wir nicht ran. Wie muck wie des. Dass das hier so mehr oder minder freistehend ist. Ich will nicht noch so eine Querstrebe reinziehen. Das ist kacke. Wir könnten einfach den ganzen Scheiß mal wegnehmen. Machen das auch. Moment mal. Wir sind hier in drei... Ne, zwei Platten. Okay. Wir machen das folgendermaßen. Machen wir mal hier einen Förderbandsplitter ran. Stellen ihn da... Oh, Licht lass nach. So. Ah, Licht macht wieder an. Machen so. Machen so. Machen so. Und machen so. Und gehen dann einfach hier hoch. Ganz stumpf. Und dann brauchen wir hier zwar wieder eine Tür, aber das ist mir Lachs. Wie viel haben wir da? 1, 2, 3, 4 und den ganzen. 1, 2, 3, 4 und den ganzen. Dann haben wir schon mal die richtige Höhe. Du kannst weg. Was ist das da? Das ist Mumpitz. Und dann brauchen wir hier tatsächlich die nur andersrum, ne? Kommt das hin? Mit Wand Tür rechts.
Kommt das hin, kommt das hin, kommt das hin? Wir probieren es aus. Ich baue hier einfach eine Leiter ran. Ich habe die Fresse voll. Ich will nicht mehr von A nach B rennen die ganze Zeit. Ich kriege echt eine Krise. Dieses ganze Ding macht mich kirre. Was ist jetzt dein Problem? Ja, nö. Ich baue die Leiter jetzt einfach nicht runter, oder was? Das ist denn dein Auftrag. So, ab rein. Dann wäre das hier erstmal weg. Und dann wären wir bei so. Du gehst runter so schnell wie möglich. Bis da. Stimmt, warum mache ich das nicht überall so? Ist doch viel besser. Vielleicht durch die... Ja, scheiße, nee. Doch, kann ich doch trotzdem machen. Nee, kann ich nicht so machen. Aber ich könnte einmal nach hinten gehen. Dann geht das. Wir können die einfach... Passt auf, zeige ich, was ich jetzt vorhab. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so dumm. Wir nehmen die nochmal alle komplett weg. Den ganzen Scheiß hier vorne brauchen wir dann nämlich nicht. So. Das könnte sogar reichen. Müssten wir ausprobieren. Logistik, Förder- und Fusionator. Der muss zwangsweise ein höher stehen. So. Dann aber mittig. Führt das Ganze nach da. So ist mittig. Scheiße, richtige Höhe wäre gut. Vollidiot, Markus. Wieder einmal. Förderband Fusionator. Dann nehmen wir das weg und gehen hier einfach nach unten. Das klappt sogar. Lecco mio. Dahin und dann sitzt das. Kann ich hier jetzt noch drunter bauen oder muss ich die wegnehmen? Ja, muss ich dann nochmal wegnehmen. Aber das ist nicht das Problem. Ich habe ja hier die Halterung. Das reicht mir ja völlig. So, dann gehst du nämlich hier auch gleich wieder runter. Und kannst dann nachher da hinten ran. So, hier gilt das Gleiche. Den Fusionator wieder erhöht auf die Platte. So, Platte weg. Fließband runter. Fließband weg. Fließband weg. Fließband weg. Fließband weg. Platte ziehen. So. Ja, das ist mir erstmal noch egal. Das kann man machen, wenn es soweit ist. Darunter. Da ist dann nämlich auch sauber dran. Sehr schön. Ach, Müller. Am Ende hast du doch noch nicht ganz Murks gebaut. Na, na, na. Ja, Treffer. Wer hätte das gedacht? Nee. Hier vorne muss einer sein. Sag ich doch. Dann gehen wir hier ran. Und von da gehen wir nach da. Und dann sitzt der Scheiß. Und damit haben wir am Ende tatsächlich alles angeschlossen. Ich habe jetzt gerade schon wieder eine Stunde. Wie lange wird denn die Folge? Und alles ist grün! Es ist so grün! Oh, Herr, gib mir Licht. Und es ist schon wieder 1:30. So eine Scheiße. Ich muss schon fast wieder arbeiten. So, den Rest kann ich nämlich mal nachts aufnehmen. Beziehungsweise... kann das einfach mal irgendwann bauen und macht dann nochmal eine kleine Einblendung. Aber theoretisch kann die Produktion jetzt hier losgehen, wenn ich das richtig sehe. Der... Ich laufe falsch rum. Hier ist der Manufaktor. Ne, der ist noch nicht angeschlossen. Hier fehlen noch zwei, aber das ist nicht so wild. Das ist nur da einmal hochlegen.
Ne, das mache ich noch fertig. Und wir sehen uns wieder, sobald das fertig gebaut ist. Alles läuft. Wie gut ist das? Voll ausgelastet. Super gut. Es kommen Gewehrpatronen. Es kommt mein Hund. Hallo Hund. Guck mal da. Bist du im Internet? Ja. Hallo. Na? Was ist los? Aufnahme fürs auf dem Hund. Egal. Ne, wie gesagt, es läuft alles cool und mein Hund leckt mir den Arm ab, was nicht ganz so cool ist, aber hat wohl Hunger. Tschüss, Hund. Und bringt mir den Greenscreen durcheinander. Ey, die Folge ist in Sachen Greenscreen ist die im Arsch, oder? Das können wir, kann ich total vergessen. Gucken wir mal hier. Ja, Licht ist ein bisschen besser geworden. Halbwegs in Ordnung. Aber naja, gut. Nee, ich habe hier oben alles dicht gekriegt. Ich habe alle Bänder vernünftig dran. Es läuft alles einwandfrei. Ne, Platten überall dicht. Ich habe alles nochmal so gezogen, dass man hier auch nichts mehr drunter sieht. Hier laufen alle Anschlüsse sauber dran, außer an der Fassade. Man sieht die Fundamentunterseiten, auch an den Überführungen nicht mehr. Und ich krieg alles, was ich brauche. Wupp, wupp. Das heißt, ich kann den lieben Schabernack und den lieben Yoshi beim nächsten Festplatten suchen. Sauber in den Haufen ballern. Das wird super. Das wird der Shit. Ne, hier unten, das kennen wir ja alles schon. Und hier draußen, das wollte ich euch eigentlich noch zeigen, wie ich das gemacht habe. Das ist total easy und eigentlich genau das, was ich jetzt schon tausendmal gemacht habe. Ich reiße das mal nochmal weg hier. Brrrt. Ne, hier unten habe ich einfach nur die Rundteile übereinander gepackt. Dann hier so einen blöden Fußweg rangeballert. Und dann kann man problemlos. Na, nicht ganz problemlos. Ne, ihr seht, dann kann man hier nämlich ein Fundament nebenballern. So, dass es passt. Einfach hochziehen. Bis zur richtigen Höhe, wie man es braucht. So kommt hin. Ich glaube, ich könnte eine flache, könnte ich glaube ich noch drüber setzen. Ich guck mal gerade. Nö, auch nicht. Eine ganz flache, die wird noch passen. Kommt die da oben noch drauf? Dann hat man hier so eine. Ob man sie schick findet oder nicht. Ich finde es schick. Eine schicke Säule. Die da wieder nebensetzen. Zack. Und zack. Und dann steht hier eine entsprechende Säule. Wenn man Lust hat, kann man, glaube ich, sogar noch Wände dran ballern. Wenn man hier ein bisschen Farbe reinbringen will. Was ich, glaube ich, sogar mache. Ich werde mal einmal gucken, wie das aussieht, wenn ich das rot mache. Obwohl, ich finde diese graue Optik eigentlich ganz cool. Die verliert sich dann nämlich so ein bisschen. Zack, zack, zack. So, dann packen wir mal einmal die Knarre aus hier. Wo ist sie? Du nicht, du. Nehmen rot. Zack, 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 zack. Alles einmal rot anpinseln. Und dann können wir da hier mal aus der Distanz gucken, wie es wirkt. Die andere lassen wir einfach normal. Ja, kann man machen, muss man nicht. Hat irgendwie was, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das geil finde. Was ich, glaube ich, cool finde, ist, wenn ich das da rot mache. Zack, zack. Könnte man dann so rumziehen. Also was ich definitiv mag, sind diese Fundamentplatten, die dazwischen einmal frei sind. Ich finde, das hat irgendwie was. Hau ab jetzt. Wenn man es mal. Nach so einer atemberaubenden Folge. Ich glaube, die da nehme ich wieder weg tatsächlich. Das gefällt mir nicht. Ne? Kann man machen, wie man mag. Aber die lasse ich weg. So. Ne, hier habe ich mein Zäunchen. Ja, ich glaube, ich bin damit erstmal so zufrieden. In jedem Fall gibt es jetzt Munition und in den nächsten Folgen
gibt es dann glücklicherweise auch alles, was wir für den Weltraumlift brauchen. Wir können mal rüber gucken. Boah, ist das laut. Meine Güte. Werde ich ja taub. Alter Vater. Gut, dass ich das für euch mal runterregel. Ist ja nicht zu ertragen. Zick. Einmal hier rüber. Einmal hier rüber. Und, na, reicht das? Das hat gereicht. Hier habe ich immer noch nicht fertig gebaut. Unerhört. So, was brauchen wir? Wir brauchen die hier. Da haben wir auf jeden Fall genug. Hier sind wir noch nicht ganz so weit. Müssen wir einmal hochklettern. Ja, das ist jetzt noch nicht die Welt. Aber ich hatte auch festgestellt, meine Plastikproduktion lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Beziehungsweise, wenn man Plastik produziert, ja, da haben wir mittlerweile genug, dann sollte man vielleicht auch die Überschüsse und abgepackten Treibstoff irgendwo entsorgen. Denn wenn der nicht entsorgt wird, richtig, produziert man kein Plastik mehr. Das ist ganz schön doof. Aber wir brauchen gar nicht so viele. Guck mal, auch fast zusammen hier. Davon haben wir genug. Davon haben wir auf jeden Fall auch genug. Und davon brauchen wir auch nicht mehr viel. Kann bald losgehen. Woo! Richtig gut. Richtig, richtig gut. Was man auch machen könnte, man könnte hier eigentlich, bevor das hier reingeht, könnte man eigentlich das Ganze auch einmal hier reinleiten, ne? Je nachdem, ob er es braucht. Und alles, was verstopft, nimmt man weg. Was war das denn für ein Glitch? Der ist ja eklig. Egal. Der ganze Spaß hier ist jetzt erstmal fertig. Die Folge ist endlich zu Ende. Ich habe hier ja lang genug dran geschraubt. Und ich würde sagen, wir sehen uns ja, nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Satisfactory mit dem guten Ragnar. Und das ist dann schon Folge 79. Auf die 79 folgt die 80 und die 80 ist immer eine Community-Folge. Das heißt, da beballern wir uns dann mit Yoshi und dem guten Schabernack. Das wird super. Ich habe jetzt schon Bock drauf. Ich hoffe, bis dahin hat Schabernack sein Internet, damit es auch was wird. Aber das wird schon. Das wird richtig geil. Wuhu. Mumpel. Ach komm, wir gucken noch, wie viel Mumpeln wir mittlerweile haben. Das Ding läuft auch nicht sehr lange. Aber einmal sehen will ich's. Dass da genug vorhanden ist. Wo bin ich eigentlich gerade? Hier bin ich. Meine Güte. Ich verlaufe mich mittlerweile in meiner eigenen Fabrik. Also, obwohl die Fläche ist mittlerweile hier hinten ja auch relativ groß. Ne? Dadurch, dass ich immer nur gebäudeweise baue. Wieso kommt hier eigentlich so wenig an? Gefühlt produziere ich nichts. Wie kann das denn angehen? So. Da sind die Nobelisten. Boah, ja, das wird relativ fix sogar. Dafür, dass die gerade erst ans Laufen gegangen ist, haben wir doch schon ordentlich was raus. Löppt! Also, nicht lang quatschen, jetzt wirklich reingehauen. Bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertholzer.